Was sind konjunkturelle Schwankungen? Nun, konjunkturelle Schwankungen sind das Auf und Ab. Na, ab, wollte ich sagen. Das Auf und Ab der Wirtschaft. Und was ist das Auf und Ab der Wirtschaft? Das Auf und Ab der Wirtschaft ist der sogenannte Konjunkturzyklus. Der Konjunkturzyklus. Und dieser Konjunkturzyklus besteht aus Phasen. Und da gibt es Phasen, wo es aufwärts geht und es gibt Phasen, wo es abwärts geht. Also die Phasen lauten Aufschwung. Dann haben wir eine Hochkonjunktur. Manche nennen das auch Boom. Hochkonjunktur. Dann folgt ein Abschwung. Dieser Abschwung mündet dann in eine Rezession. In einem schlimmen Fall kann das hier auch eine Depression sein. Eine Rezession ist aber die Regel. Und dann folgt ein neuer Aufschwung. Und das ist das Auf und Ab der Wirtschaft. Ja, wir haben hier also zwei Aufphasen, Aufschwung und Hochkonjunktur, und zwei Abphasen, Abschwung und Rezession. Und dieser Wechsel, dieses Auf und Ab, das sind die konjunkturellen Schwankungen. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die meisten Präsenzseminare nur eine wenig gemilderte Form der Hölle darstellen. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.